Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaulius probiert es aus. Und heute probiere ich mal die dicken Eier von den Super Dickmanns. Das passende zum anstehenden Osterfest. Und wie wir hier sehen, auch das passende, wenn man gerne mal wieder selber ein bisschen dicker werden will. Fast 100 Kilokalorien hat ein Stück davon. Ja, und wer ja entsprechende Negerküsse kennt, der weiß, bei einem bleibt es ja nicht. Dafür sind viele Sachen da drin, die man lieber nicht kennen möchte, dafür aber gut schmecken, von Glucose, Fructose, Sirup, pflanzlichen Fetten, Milch, Zucker, über irgendwelche sonstigen Produkte, von denen man teilweise noch nichts, niemals, jemals was gehört hat. Ja, man sieht hier der Energiehaushalt, also wenn man das mal auf eine einsame Insel mitnimmt, man wird nicht so schnell verhungern. Wir sehen auch hier, also das Ganze ist zumindest über Ostern hinweg haltbar. Und wenn man es denn auspacken will, dann müssen wir hier diese Klebefolie entfernen. Man wundert sich auch erst, was soll das? Kann ich dann irgendwas aufreißen hier? Geht es dort irgendwie weiter bei diesen dick limitierten Negerküssen in Eierform? Nein. Man muss dann einfach, man sieht hier schon, es passiert nichts. Da kann man lange dran rumfuchteln. Irgendwann geht sonst die Packung kaputt. Das wollen wir nicht. Deswegen ziehen wir einfach an dieser roten Lasche noch ein wenig weiter. Und zack und bums, siehste, da haben wir die dicken Eier. Beziehungsweise können jetzt die Verpackung außen herum rausziehen, ohne sie kaputt zu machen, sondern können sie schön wegheften zum Sammeln, wenn man das denn möchte. Da sehen wir jetzt auch schon die schönen Eierchen. Es sind tatsächlich einfach Negerküsse, wenig überraschend. Aber eben in weiß, beziehungsweise mit weißer Schokolade, mit entsprechend bunten, süßen Streuseln drauf. Und das Ganze eben dann auch noch in Eierform. Also das, was man wahrscheinlich bei Super Dickmanns dicken Eiern auch erwarten würde. Mensch, sind die schön dick und bunt. Ja. Und eine kleine Waffel noch drunter. Und drauf eben die kleinen bunten Streuselchen. Herz allerliebst, kriegt man auch sofort Hunger. Hier sieht man den anderen, Streusel ein bisschen anders ansortiert. Ansonsten das gleiche Produkt. Jetzt gucken wir mal, ob es schmeckt. Jetzt sind wir mitten im Test und wir sehen hier schon unseren Tester und die Vergleichssüßigkeit bzw. das Vergleichshäppchen. Das sind nämlich übliche Karotten. Ja, wir sehen, es schmeckt. Es ist durchaus etwas, was die Zähne fordert und wo man sagen kann, da hat man gutes Gewissen, wenn man das isst. So, und jetzt dazu im Vergleich die dicken Eier von Super Dickmanns. So, man sieht schon, er ist ein wenig zittrig. Es könnte eine Unterzuckerung sein, man weiß es nicht. Und er sucht sich jetzt ein Ei raus. Sie sind ja auch alle sehr ähnlich. Völlig okay, wenn er das nimmt. Er riecht einmal dran. Riecht wahrscheinlich kaum, wie Schokolade eben so riecht. Und jetzt beißt er ab. Gucken wir genau in sein Gesicht und es erhellt sich, er sieht fröhlich aus. Und wir sehen hier auch die entsprechende Masse da drin. Ist noch fest. Das ist durchaus etwas, wo man sich freuen würde, da auch reinbeißen zu dürfen. Na? Er isst auch noch weiter. Und der Daumen hoch bedeutet sicherlich, damit kann er gerne den Nachmittag weiter verbringen. Ja, schön die Karotten weggeschoben und ein wenig weiter gegessen. Gefällt ihm wohl. Damit also eine durchaus hohe Wertung für dieses ansonsten aber extrem süße Produkt. Aber unser Tester, wir haben es ja gerade gesehen, steht ja auf solche Sachen. Naja, das ist das typische Super Dickmanns Gesicht. Und am Ende, er ist auch so ein Esser, der erstmal obendrauf das isst und am Ende erst die Waffel. Mal sehen, ob wir jetzt noch ein Statement hören von ihm. Achtung. Und tschüss. Ja, gut. War wahrscheinlich gut gemeint.